Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Two Warriors. Ja, ihr habt es richtig gelesen. 100 Krieger bereiten sich auf den Clankrieg vor. Natürlich nicht 100 in diesem Clan, sondern wir flippen jetzt total aus bei den Two Warriors. Wir haben ja im ersten Clan gesucht für einen 50er CW und irgendeiner hatte dann die tolle Idee, hey, das machen wir im zweiten Clan genauso, denn gestern Abend im Stream, deswegen kommt diese Folge hier auch mal wieder völlig überraschend und unerwartet für euch, haben wir ja gesehen, dass auch der zweite Clan richtig Zuwachs gekriegt hat und auch dort mit ein bisschen Kartenmischen werden wir 50 Krieger zusammenbekommen, die dann am Freitagabend einen Clankrieg starten. Das heißt, wir haben letztendlich dann 200 Angriffe, die wir uns alle am Samstagabend in meinem Stream anschauen können. Ich werde den Stream heute Nachmittag auch noch oder heute Abend auch noch ankündigen. Das heißt also, das Event wird mal richtig geplant von mir, sodass das Ganze auch wirklich sauber über die Bühne geht und ich werde dann sicherlich wieder hin und her springen, aber das wird, denke ich mal, ein richtig cooler Abend. Also ich freue mich da tierisch drauf, muss ich sagen. Wird zwar wieder stressig für mich, aber ich denke, ich kriege das irgendwie hin. Und wenn das so abläuft wie gestern Abend, da habe ich ja 2 Stunden kurz mal einen Stream eingeworfen, um überhaupt mal ein Update, so einen Status zu geben, ist in so einem Livestream dann gar nicht mal so schlecht. Geplant war natürlich nur wieder eine Stunde, es wurden wieder 2 draus. Aber das Video ist noch nicht fertig, deswegen kann man sich noch nicht anschauen und mal sehen, vielleicht kommt das heute noch online. Und dann werde ich aber auf jeden Fall das Ganze, wie gesagt, planen, sowohl auch auf Twitch als auch auf YouTube, sodass ihr eure Glocken aktivieren könnt und das Event auf hoffentlich gar keinen Fall verpasst. Den einen oder anderen Angriff, glaube ich, habe ich gestern Abend schon gezeigt, ich weiß es gar nicht, ich fange hier heute noch mit dem Loki einfach mal an. Es soll ja auch nur eine Update-Folge sein, also so eine Statusfolge. Was geht überhaupt? Und wir sind pickepacke voll. Ihr braucht euch also nicht mehr bewerben. Wir sind jetzt, ich glaube, 47 Leute hier im Clan True Warriors 1. Oder True Warriors heißt er eigentlich nur. Und haben jetzt noch 3 Plätze frei. Aber das sind 3 Plätze, die bleiben frei für Leute, die noch wieder reinkommen. Die also hier in den Stammclan eigentlich reingehören. Und deswegen sind wir an der Stelle pickepacke voll. Wir haben auch, so wie ich das gesehen habe, ich muss selber immer mal wieder reinschauen, hier auch unsere Achter zusammen. Also wir haben mal gesagt, wir nehmen 5 Achter mit. Das ist einmal der Elias hier, der Lukas, der Sandsturm und der Razor, glaube ich. Haben wir sonst noch irgendwo einen Achter hier? Ich weiß es gar nicht so genau. Da muss ich mal eben reinschauen. Ah doch, ich glaube, es ist der Nitrix hier oder Natrix heißt er. Ich glaube, der ist auch, ja, das ist unser 5. Achter. Also wir haben 5 Achter hier mit drin und ihr seht das hier selber. Etliche 9er hier reingekommen, ist auch noch ein 10er hier reingekommen. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich den eigentlich wiederfinde. So hoch finde ich den gar nicht. Ich glaube, der spielt hier unten irgendwo in der Liga. Also auch noch ein 10er hier mit reingekommen, der Evil. Evil Angvard heißt er, glaube ich. Und ich denke mal, ist absolut ausreichend für uns, auch von der Heldenkombi auch in R10. Also mit mittelmäßiger CW-Statistik. Super Sache hier und es braucht auch niemand irgendwo Muffesausen haben, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt werden meine Angriffe dann ja live gezeigt. Ja klar werden die live gezeigt, aber sie werden natürlich nicht irgendwo runtergemacht oder was auch immer. Wir wollen ja Spaß haben. Wir wollen ja Spaß haben an 100 Angriffen hier, die wir sicherlich nicht alle schaffen. Also ich, so schnell kann ich dann auch nicht umschalten. Ansonsten müsste ich hier Bild in Bild machen. Und das funktioniert dann gar nicht mehr. Das kann man dann kaum noch erkennen. Und deswegen wird das Ganze also schon relativ locker stattfinden. Also wir werden unsere Angriffe machen. Wir werden unsere Angriffe planen. Und es wird dann sicherlich noch das ein oder andere Video dann danach folgen, je nachdem, weil alles kriege ich auch nicht auf die Fahne. Und in den Stunden, wo wir den Livestream beobachten, muss natürlich auch angegriffen werden. Ja, also wie gesagt, das hatte ich gestern im Stream auch gesagt, es wäre natürlich doof, wenn wir jetzt so ein Ding planen hier und kein Mensch greift an, so nach dem Motto, wir machen unsere Angriffe dann alle erst Sonntag. Ja, das könnt ihr machen, aber Sonntag in der Nacht, also wir planen ja wieder ein bisschen etwas längeren Stream. Ich werde die Anfangszeit erstmal auf
9 Uhr festlegen oder sagen wir mal, ich lege sie auf 8:30 fest. Dann habe ich immer noch Luft nach oben, dass er vielleicht schon um 8 Uhr anfängt, der Livestream. Oder ich habe auch Luft nach hinten, dass er vielleicht erst um 9 Uhr anfängt, der Livestream. Ich werde das Ganze soweit hier vorbereiten, denn ich weiß, dass ich am Samstag erstmal nicht da sein werde. Ich werde auf einer Festlichkeit sein. Und allerdings im jugendlichen Rahmen, hätte ich mal fast gesagt. Und deswegen werde ich das Ganze halt so hart vorbereiten, dass ich mich hier wirklich abends nur noch hinsetzen muss und stream. Und dann geht das los. Schöner Angriff hier übrigens von Bearwolf. Heute auf die Nummer 10. Also der Gegner hier ist in Ordnung. Mein Angriff kann ich mal wieder nicht zu sagen. Ist wahrscheinlich auch besser so. Und denn ich bin ja hier an zweiter Stelle gerankt und habe den ersten versucht. Bei dem Versuch ist auch geblieben. Und mal sehen, wen ich noch im zweiten Nachgang mache. Das werden wir sicherlich sehen am Freitag dann, beziehungsweise am Samstag in den Stream. Und ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ihr jetzt nicht so viele CK-Angriffe hier seht. Denn, wie gesagt, das sollte einfach nur eine Statusfolge sein, wie es eigentlich um unseren 50er CW steht. Also, wie gesagt, wir sind pickepacke voll und mit intern Hin- und Hergeschiebe bekommen wir in beide Clans 50 Leute. Ich muss mal eben gucken. Auch das kann ich mal zwischendurch machen. Oh nee, wir haben einen Live-Angriff. Jawohl. Oh, wieder der Bearwolf. Bearwolf ist ein starker Angreifer. Den gucke ich mir gerne live an. Oh, auch wieder mit Hexen. Okay. Bola dabei. Und seinen Helden, die auch ganz schön gewachsen sind. 23, 27 hat hier so einen Wutzauber. Mal gucken, wo er den noch einsetzt. Ist ja mal gar nicht so einfach, dann den letzten Wutzauber einzusetzen, wo du so vereinzelt Truppen hier hast, die sich ja jetzt erstmal noch durchwühlen. Ja, hätte ich auch gemacht. Da in der Mitte, da hat er jetzt seinen King allerdings verloren. Und ich hatte das auch gesagt, hier die Elva Base hier ist sicherlich eine etwas schwierigere Base, auch wenn es ein RH 9,5 ist. Aber ihr seht das, selbst die Tesla auf ein Level höher tun dann schon ganz schön weh. Und aber der Bearwolf schafft hier schon mal 2 Sterne, die lassen wir sicherlich auch erstmal stehen. Ich denke mal, für 3 Sterne ist das jetzt ein bisschen eng. Nicht nur von der Zeit ging es noch, aber ich denke mal von dem, was da jetzt noch in der Base steht. Und er kann seine Queen jetzt natürlich noch zünden, das wird er sicherlich jetzt auch machen, denn sonst hat er keine Chance mehr, hier überhaupt weiterzukommen. Ah, das... Oh! Ich könnte mich jetzt auch vertun, also jetzt ist an Defense ja doch nicht mehr so viel da, und wenn der Magierturm jetzt noch fällt, dann ist nur Punktschaden da für die Hexen, und das kann in 50 Sekunden ja doch noch was werden. Ach, da ist noch ein Bowler dazwischen auch noch. Okay, aber die dicke Bombe, die war natürlich böse. Und okay, ich vertue mich hier vielleicht. Mal gucken, ob die Queen das jetzt noch alleine reißt hier. Queen ganz alleine, ohne Heal, ohne dass sie jetzt noch etwas beisteuern kann. Und boah, ist, denke ich mal, eine recht spannende Sache hier. Bin ich mal wirklich auf den Ausgang gespannt. Oh, jetzt schießt die Kanone schon. Ah, hier da hinten sind noch 2 Skellies. Seht ihr die? So, jetzt muss aber... Nein, was macht denn die Queen? Also, unglaublich. Ich meine, die braucht doch nur rumlaufen. Da ist alles offen. Oh Mann, was ein Pech. 98%. Super Angriff, Bearwolf. Schade, 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 schade. Manometer. Aber wir haben auch oben einen schönen Angriff gehabt hier von Hocke. Also meine... Hocke hat sich dann den ersten auch vorgenommen. Ich habe den nur mit keinem Stern geschafft. Und Hocke hat sich dann noch die 4 vorgenommen hier. Das sind natürlich jetzt schon RH10er. Und mal gucken, wie er den überhaupt gemacht hat. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Mal reinschauen hier beim Hocke. So, er startet da oben. Ja, ich muss also nochmal Werbung machen für den Stream. Seid einfach dabei, Samstagabend. Ich werde das Ganze... gut, hoffentlich gut vorbereiten, sodass das hier gut über die Bühne geht. Werde hier wieder harte Bio-Getränke zu mir nehmen. Und auch meine, ja, die habe ich gestern Abend auch vermisst, meine Erdnüsse. Ja, ich hatte gestern Abend keine Erdnüsse hier im Stream. Das geht natürlich gar nicht. Rituale müssen eingehalten werden. Und dazu gehört einfach,
die Bio-Limo und Erdnüsse. Und Erdnüsse, also solche Traditionen oder solche Rituale, die muss man einfach wahren. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Wiedererkennungswert irgendwo an jemanden. Ich weiß nicht, ob ihr das so weitererzählt hier, da streamt immer so ein alter Kerl. Das müsst ihr euch mal angucken. Der futtert immer Erdnüsse und trinkt Bio-Limo. Weiß ich nicht, ob das so rüberkommt. Ich fände das auf jeden Fall total witzig. Und ja, das sind einfach so alte Traditionen bzw. alte Rituale, die man einfach einhalten sollte. Ah, schönes Ding hier von Hocke mit Lufttruppen. Okay, oh, da kommen jetzt natürlich derbe viele Fallen raus. Er hat aber noch dahinter so ein, zwei Welpen. Oh, nicht schlecht. Und die nehmen sich jetzt die kleinen Skellies vor. Aber jetzt ist ja schon Abräumen angesagt hier, okay. Das ist natürlich gar kein Thema. Und ah, er hat noch reichlich Lakaien dabei. Super Ding hier. Schöner Luftangriff von Hocke. Freut mich. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, kurze, knackige Folge hier für euch am späten Nachmittag. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die Update-Infos haben euch gefallen und auch weitergeholfen. Also bleibt einfach dran bei uns hier im Channel bei den True Warriors. Und dann sehen wir uns in jedem Fall. Ja, Videos seht ihr sowieso von mir. Morgen, Samstag, Sonntag. Ich habe alles fertig. Das heißt also, ich habe richtig Ruhe im Stream. Brauche mich um keine Videos mehr kümmern. Bis dahin, euer Toto. Flashed.